Ja, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu My Time at Portia. Wir werden nicht lange drum herum reden um den heißen Brei, sondern gleich wieder hey, mit den Missionen weitermachen. Hey, sorry about you, Sirly. We're having an issue with the Eufaula Tunnel. Could you please come by and take a look? Okay, Mint. What kind of issue? We're not sure. There's been multiple mini-quakes since we started drilling. I've halted the excavation for now. The Civil Corps are also checking it out. But I want a builder's opinion. Okay. Okay, der Eufaula-Tunnel. Na, super. Also haben wir da auch schon mal wieder eine Mission an der Backe. Wir kommen also nicht drum herum, uns da mal etwas genauer umzusehen. So, das heißt... Oh, stimmt, ja. Wir werden aber erstmal alles hier versorgen, was geht. Dann würde ich vielleicht doch noch gleich anfangen, vielleicht die Töfthaltestellen zu bauen, die zwei Stück. Wir müssen so oder so nochmal zum Tunnel. Küchlein sage ich schon. Die Kühe und das Schaf müssen auch noch gestreichelt werden. Dass alle natürlich fröhlich sind. Fröhlich und glücklich. Glücklich und fröhlich. Denn nur glückliche Tiere verkaufen sich besser. So, das heißt, das haben wir schon mal abgeschlossen. Dann schauen wir, wo wir den mysteriösen Händler heute begegnen können. Der kommt uns entgegen. Da haben wir noch ein undichtes Dach. Na super. Ach man, wir haben also schon wieder mal eine Menge Missionen zu erledigen, aber eins nach dem anderen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem mysteriösen Händler heute an. Die Seife haben wir ja, wir brauchen danach noch Pappeln. Mal gucken, wie wir das alles hinkriegen. So, hier hast du dein... Not bad, not bad. I keep my promises. I have a great pumpkin seed in my inventory. It's yours for 1000 goals. Honestly... I'm losing money on this deal. Ja, von mir aus. Nicely done. So, das heißt, Emily bekommt jetzt eigentlich von uns doch den Kürbissamen, oder? Würde ich mal sagen. Jo, das sieht gut aus. Hey, Emily, wo bist du? Emily? Da bist du. Oh, wow. Is that the seed? Yep. It's way bigger than the normal seed. Bitteschön. Yep. I bought it off the mysterious man. It couldn't have been cheap. How much was it? I'll pay you back. Genau, thank mach mir lieber einen so schönen Kürbisfrei, wenn du gewonnen hast. Don't stress it. You'll do great. I'll check up on it from time to time. Hopefully. I'll get started prepping the ground. Dann machen wir das. So, das heißt, wir haben schon mal die erste tolle Nebenmission abgeschlossen. Jetzt haben wir irgendwas mit dem undichten Dach, natürlich zum Regentag. Wer hätte es sonst anders erwartet? Halt, ich bin falsch. Bei Orwald brauchen wir nämlich nicht rein. Hier, ich hätte jetzt irgendwie mit dem undichten Dach die Mission woanders erwartet. Ist das bei Presley? Bei Presley hier immer bei seinem Café, wo der rumdümpelt, oder? Oh, Presley. Hey. I'm looking forward to the completion of South Block. I think it will be a big boon to our economy. Ja, wird's wahrscheinlich. We've got a leaky spot on the roof. Can you take a look when you have the time? Na klar. Marmordiele und erhärteten Lehm. Holen wir uns nochmal schnell. Ach ja. So, den Lehm, den kriegen wir sofort raus. Wer hier, ne? Zack. Auch ganz so lange, eine Stunde. Verarbeitungskram, eine Marmordiele. Zack. Ach so, fuck. So rum. So. Zack. Zack. So passt das besser. So, dann haben wir das. Das haben wir. Genau, die Töfthaltestelle nochmal. Ich komme hier echt nicht mehr hinterher. Vor allem, wenn man dafür noch ein Let's Play macht. Yay! Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo ich anfangen und aufhören sollte. Bronzeplatten brauchen wir, Bronzerohre, das heißt, und Hartholzdielen und Faserstoff. So, Faserstoff müssten wir haben. Müssen wir hier nämlich haben. Haben wir nämlich keinen. Okay, also Faserstoff herstellen. Können wir ja hier drüben machen. Soweit ich weiß. Reihe, wir brauchen 6 insgesamt. So, dann brauchen wir Bronzeplatten. Bronzeplatten, kriegen wir die hierher? Jo.
Da brauchten wir... Moment, wie viele Bronzeplatten brauchten wir? 2, 4, also insgesamt 8. Das heißt, wir brauchen noch 5 Stück. So, das hätten wir. Und dann brauchen wir noch Bronzerohre. Und Hartholzdielen. Hartholzdielen haben wir hier drüben. Nehme ich recht im Sinne? Jo. Bronzerohre, wollen wir die denn so schön rumliegen? Die können wir auf jeden Fall sonst hier herstellen. Haben wir weiter gar keine. Okay, okay. Haben wir, glaube ich, auch nur 6 Stück. Von daher. Bronze, Bronze, Bronze. Können wir denn noch mehr herstellen? Jo, Bronze waren wenigstens noch 2 Stück. Danke. Ihr seht, es geht langsam alles hier dem Ende entgegen. Wir haben kein Material mehr. Wir müssen noch mehr holen. Nur ganz ehrlich, hier mal gucken, was du so hast. Hey! I collect. Jo. Schade, können wir nicht verkaufen. Wir könnten. Okay. Wald. Nochmal so ein mysteriöser Riesensamen. Haben wir hier Luxusangelset, brauchen wir nicht. Handwerkerzeug brauchen wir nicht. So eine komische Goldkette brauchen wir nicht. Eine Hundehütte. Wir haben derzeit keinen Hund. Bringt also auch erstmal nichts. So ein Fernseher wäre natürlich schön. Aber ich habe wieder ein bisschen wenig Geld, weil wir das ja alles bei unserem Händler hier rausgeschmissen haben. So, dann können wir gleich das Dach reparieren, wenn der harte Lehm fertig ist. Hätten wir schon mal. Dann haben wir. Momentchen, wo sind denn eigentlich die Bronzeplatten? Hier. Unser. Bronzeplatten haben wir hier. Haben wir schon eine fertig? Nee, auch noch nicht. Komm schon, na geht doch. So, haben wir denn hier drüben schon den Stoff fertig? Über einen erst. Na Freunde, ich glaube, da müssen wir doch erstmal zum Tunnel aufbrechen. Denn so wird das eigentlich gar nichts. Mit den Rohren hier, naja. Aber auch hast du eins fertig. Na, dann lassen wir das erstmal sein. Reparieren erstmal. Der Presley hier irgendwie wieder so, wo was kaputt ist. Das scheint hier hinten rum zu sein. Denn das jetzt kaputt hier. Halt, ach, da oben. Stimmt, da war das Dach kaputt. Ah, gleich hier rein. Und mit wem quatschen wir denn da gleich? Da ist er. Hey Presley. Thank you for your help. I can finally just concentrate on work now. Mache das. Cool, das hat wieder die Beziehung sehr verstärkt. Eine industrielle Schneidemaschine. Nee. Die Kissen könnten wir machen. Ah, Pandamäuse müssen wir noch besiegen, ne? Und Sonnenbrillen. Das kann ich nicht. Oh Mist. Wie machen wir das jetzt am besten? Eigentlich Pandamäuse und Pappeln. Ich muss nämlich auch mal noch die Masken fertigstellen. Das ist schlecht sonst. Gucken wir mal. Pandamäuse, kriegen wir denn die da drüben? Ne, die waren ja weiter unten. Ach Menno. Verdamm ich nochmal. Na gut, wir kommen in die Stadt innerhalb von 20 Minuten zurück. Das sollte jetzt gerade erstmal kein Problem darstellen. Ey, ihr seid mir aber gerade im Weg. Fällt mir schon mal gar nicht. Verdammt. Bin ja vollkommen ab vom Schuss. Ah, da sind Pandamäuse, genau. Beep, beep.
noch mehr Flügel. Da kommen wir weg. Noch mehr Flügel, bitte. Komm her. Drüben ist noch eine. Sehr fein. So, Pandamäuse haben wir. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich hier hinten hoch. Und gucken wir, dass wir hier ein paar Pappeln kriegen. In der Hoffnung, dass das jetzt hier irgendwie Pappeln sind. Was da vorne so rumdümpelt hier. Na, guck mal, wir haben aber trotzdem noch ein paar Pandamäuse. Ein Vampanda, okay. Der Verein hat geklappt. So, bitte lass eine Pappel. Bitte seine Pappel. Muss ich wahrscheinlich da hinten nochmal irgendwie hoch? Nee, scheiße. Eisenholz. Keine Pappel gewesen. Oh, verdammt. Wie so ein Gummibäumchen ist das doch wieder. Oh, verdammt. Wo sind denn hier Pappeln? Das sind so eine komischen Tannenbäume. Scheint so, weil die Dinger sind es hier definitiv nicht. Hier so ein Tannenbäumchen, das wird doch jetzt eine Pappel sein, oder? Hartholz und Kiefer, na super. So, wieder keine Pappel. Ganz kurzen Moment, Freunde. Du, Freunde, da bin ich wieder zurück. Und zwar habe ich gerade noch mal nachgeschaut. Das Pappelholz, was wir noch benötigen zum Bauen der Holzsäulen, soll es wohl in der Wüste geben. Also, nichts wie hier lang. Zack. Und zack. Die Pandamaus-Masken machen wir dann auch sehr schnell fertig. Kommen wir denn da eigentlich noch zeitnah hin eigentlich? Wir müssen bis hier hinter. Wir sind hier. Ja doch, das wird zwar knapp, aber das werden wir schon irgendwie schaffen. Sich den Tunnel anzusehen. Mir war es halt wichtiger, dass wir zuerst mal die normalen Aufträge irgendwie hier fertig bekommen. Naja. Ich hätte halt gehofft, dass wir gleich noch die TÜV-TÜV-Haltestellen bauen könnten. Pappeln soll man wohl von den Dingern hier kriegen können, wenn ich mich recht entsinne. Gucken wir mal gleich mal. Da haben wir ja ein bisschen Zeit. Ansonsten gäbe es da wahrscheinlich noch ein paar andere Bäumchen, hoffe ich doch. Das ist Pappelholz, sehr schön. Sieht man aber wohl anscheinend immer nur beim ersten Mal fällen. Na, super. Brauchen insgesamt, glaube ich, noch 6 Stück. Von daher sollte das kein Problem sein. Hole ich nochmal hier ab. Und da braucht man also definitiv Stufe 3 Äxte. Yay! Dann werden wir wahrscheinlich für die Rohre zum Herstellen auch Magnesium brauchen. Aber das haben wir ja auch zum Glück schon. So. Hier haben wir nochmal Töff-Töff. So, nichts wie zum Tunnel. Wir haben nämlich schon wieder 22 Uhr gleich. 21 Uhr gleich.
Ich hoffe halt, dass da jetzt keine Monster irgendwie drin sind, weil das wäre doof. So. Whoa, hold it right there. I can't let you in. Arlo and Sam are in there checking to see what's causing the earthquakes. Okay. Mint wanted me to take a look as well. Uh-uh. No can do. Arlo's orders. Until they can figure out the mini-quakes, no one goes in. Oh, okay. Und nun? Hallo? Slow down. Oh no. Na super. Kommen wir jetzt doch da rein, oder? Ich weiß doch, ich geh mal schnell rein. Egal. No, 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 no. Arlo! Sam! Tja. Can anyone hear me? We're here! Arlo! Yeah, Sam and Minta here too. We're okay. Oh, thank the heavens. You had me worried for a sec. Keep on worrying. We're not that okay. Mint hurt. The collapse caused a cave-in. We're in some kind of underground passage. And I think it's part of the old shafts. Okay. You mean the one linking up the old mine? Yeah, that's the one. There's a locked door here. See if you can unlock it from the other side. Okay. What was that? We're not alone down here. Hurry! Sam? Sam, come on. We gotta hurry. Ja, muss ich das jetzt machen? Hallo? Ich kann doch hier nichts machen. Es ist schon 21 Uhr. Oh, scheiß die Wand an. I came as fast as I could. Did you find anyone in there? Quasi. Yes, sir. Arlo, Sam and Mint are trapped in there. We're gonna use the old mine shafts to reach them. That old mine over there? That's going to be dangerous. Here, take these with you. I'll try. Do you have anything else you need to prepare? I'll wait for you at the entrance to the mine. Be quick about it, though. Na, super. Ganz ehrlich, die müssen jetzt bis morgen ausharren, denn wir werden heute nicht mehr in die Eufaula-Minen gehen, da, damit wir die retten können. Denn das wird heute sonst nichts mehr werden. Weil wenn ich dann wahrscheinlich dann eher nochmal hier irgendwelche Sachen noch bauen müsste, von daher geben wir morgen einfach unser Bestes. Die werden schon so lange aushalten, die sind ja jetzt erst um 21 Uhr verschüttet. Die werden vorher bestimmt gut gegessen haben, von daher, was soll denn schon großartig schief gehen, hoffe ich doch mal. Naja. Alter, ist das eine riesen Pappe. So. Ab nach Hause. Will nach Hause. Komm ich zurück. Wo ist denn die Brücke hin? Da ist sie. Da möchte ich hin. Wir brauchen Faserstoff. Und nochmal so eine Töfterfaltestelle, damit wir hier schneller von A nach B kommen. Und warum regnet es eigentlich so viel? Komm, lasst mich in Ruhe. Ich hab doch gar nichts getan. Komm, lass mich in Ruhe. Mach den Kopf zu. Komm, geh weg. So, hier ist das Benzin aufgebraucht. Bitteschön, hast du welches Neues? So, Carbonstahl. Wenn wir irgendwie was anderes jetzt, weil wir haben Manganstahl. Aber irgendwie mit dem Magnesium müsste ich doch auch irgendwie mal was anstellen können, oder? Kap 31 Carbonstahl, jo. Ich will mal hier 13 Ziegel irgendwie oder so. Hätte man wahrscheinlich irgendwann noch brauchen. So, ah stimmt. Halt. Zack. Dann haben wir die Platten, die hatten wir ja schon vorher fertig. Machen wir so. Was ist das jetzt hier? Cool, ich habe ein Gemälde gekriegt. So. Stopp, stopp, stopp. Und. So. Aha. Und haha. Das heißt, wir können jetzt hier noch mal anbringen.
Ah, scheiße, ich habe zu viele Rohre gebastelt. Ist aber jetzt auch egal. Gleich nochmal. Danke. Große Platten. Rechts. Links. Und das Hartholz. Jo, zwei Töpferfaltestellen. Die können wir dann morgen platzieren gehen. Wir brauchen noch die zweimal Hartholz hier. Tiere brauchten wir, das passt. Wann müssen wir denn die Pandamausmaske machen? Und oh nein, nee, ich brauche echt jetzt, ich brauche nochmal dreimal Pandamausmasken. Zeug, ganz ehrlich, hole ich mir heute nicht mehr. Den Rest alles exportieren bitte, danke. Was ist hier eigentlich? Ach nee, ich bin ja hier in der Nähkiste, hehe. Hier will ich ein Bearbeitungskiste. Zack. Zack. Ja, hier Holz kommt noch heute in die Krimskramskiste. Das Holz da nochmal mit rein, das da mit rein, das hier hin. Dahin. Ja, von mir aus. So. Warte mal. Wir haben noch so einen Reifen. Und auch in die Krimskramskiste erstmal. Zack. Moment, was ist das hier eigentlich gewesen? Getrocknete Aprikose. Halt, nicht wegwerfen. Wird kann man denn sein, dass der das wegwerfen will? Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich den ganzen Mist hinhängen soll hier. Hab doch gar keinen Platz mehr. So, da hängt ein Bildchen jetzt noch. So, wir haben hier ein bisschen was zum Herstellen. So. Das passt alles. Na dann, Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt My Time at Portia. Wir werden dann in die Mine gehen, die Leute retten, und zwar Sam, Mint und Arlo. Mal gucken, was wir denn da so alles finden werden. Wir werden noch die letzten Missionen hier abschließen, hoffe ich doch mal. Und ich hoffe, es kommen nicht noch mehr. Ach stimmt, und Ack wollten wir ja noch die scheiß Chips geben, die wir jetzt natürlich wieder weggepackt haben. Hole ich gleich schon mal raus, nochmal. Halt, falsche Kiste. Hier wollen wir hin. Zack, zack. Auch so. Okay. Mal gucken, ob wir ihn dann gleich morgen treffen. Ich sage nur ciao, ciao und schalte beim nächsten Mal wieder ein.